Ja, wir haben einige Stunden hier jetzt schon verbracht hinsichtlich der Befragung von Urlaub. Und ich denke mal, das ist sehr interessant gewesen, aber noch lange nicht das, was wir eigentlich wissen wollten. Wir hätten uns sehr gerne sehr viel mehr konkrete Angaben zu den Abläufen im Bundeskanzleramt, aber auch im BND gewünscht. Zumal er in beiden Bereichen eine entscheidende Funktion hatte. Deswegen hoffe ich, dass wir noch ein paar detailliertere Angaben bekommen im nicht öffentlichen Teil, was Sie natürlich nicht begeistern wird, weil Sie nicht dabei sind. Aber es war uns in vielen Bereichen, kann man sagen, viel zu unkonkret, als dass wir jetzt, sagen wir mal, sehr viel mehr Erkenntnisse gewinnen können. Es ist schon interessant, dass ein ganz naher Austausch ist zwischen Bundeskanzleramt und zwischen BND-Führung. Allerdings konnte auch nicht schlüssig erklärt werden, wie, sagen wir mal, Vorgaben, wie Richtlinien, wie Vorgaben insbesondere der Vereinbarung, die im Kanzleramt beschlossen worden sind, auch richtig und im Sinne, sagen wir mal, der Bundesregierung im BND umgesetzt werden konnten. Und wir haben erneut festgestellt, dass es da offensichtlich Organisationsmängel gibt, die nachgebessert werden müssen. Und wie gesagt, einige Fragen konnten wir bislang nicht klären und die hoffen wir noch jetzt in der nicht öffentlichen Sitzung, die noch einige Zeit dauern wird, klären zu können. Dankeschön. Was schätzen Sie denn als die Ursachen für die eher schlechte Antwortbereitschaft des Zeugen ein? Also glauben Sie, dass das organisatorische Probleme sind, dass er wirklich wenig gewusst hat oder vielleicht eher Erinnerungslücken auf Seiten des Herrn Urlau? Ja, es erscheint eher eine Mischung von allem. Das hat sich ja in mehreren Bereichen schon fortgesetzt. Wir haben ja schon mehrere Befragungen geführt. Es sind auch Zugeständnisse gemacht worden, dass es dort Organisationsmängel gibt. Das ist auch gut und nett. Allerdings ist natürlich, wie entscheidend, sagen wir mal, Maßgaben auf Sorgungsregierung umgegangen worden sind. Gerade im Bereich der Selektoren ist es natürlich sehr unbefriedigend, warum es offensichtlich Mängel über 10 Jahre gab hinsichtlich der Klärung, wie mit solchen Dingen umgegangen wird. Da sind wir lange noch nicht am Ende, um das mal zu klären. Okay, danke schön.